Als erstes zeige ich Ihnen jetzt die Kettenschaltung von einem hochwertigen E-Bike. In dem Fall von einem Riese und Müller. Steiger Motor, wie gerade besprochen, Performance CX von Bosch. Und hier sehen Sie eine sogenannte Kettenschaltung. Warum heißt es die Kettenschaltung? Weil die Kette eben schaltet. Ne? Die geht da hoch, die Zahnrädel, und wieder runter, und dadurch verändert sich die Übersetzung. So. Der Vorteil einer Kettenschaltung gegenüber alle anderen Schaltungen, sie ist wesentlich günstiger. Klar, weil die Kette hat ja jedes Rad, und was ich nur brauche, ist jetzt hier so ein Schaltwerk, das sogenannte Schaltwerk, das bewegt sich hin und her, und dieses Ritzelpaket. Ja, und das ist im Grunde genommen sind die Standsteile, und hier wird ein bisschen was zusammengemacht. Also das ist relativ preiswert. Ja, preiswert, günstig, sagen wir mal günstig. Sie sehen auch, was hier zum Beispiel neuerdings angeboten wird. Die Zahnräder sind deutlich größer geworden, wie sie früher angeboten waren. Also früher hat zum Beispiel, das daneben war das größte Zahnrad gewesen, oftmals ist das der erste Gang, der leichteste. Und jetzt sind daneben im Laufe der letzten Jahre sind daneben noch größere Ritzel dazugekommen, bis zu diesem großen Teil daneben. Geht mittlerweile noch größer. Wir haben momentan bis zu 50 Zähne hier da hinten. Ja, und dadurch bekommt man leicht die Gängechen. Das Kleinste bleibt ja immer gleich klein, also 11 Zähne, und dann daneben so bis 40 oder 50. Und man spricht dann hier von der Entfaltung, also der Unterschied zwischen diesem hier, dem Kleinsten und dem Großen in Prozent ausgerechnet, ist die Entfaltung. Je höher die ist, umso leichtere Gänge und schwerere Gänge haben Sie. Da war jetzt so gut. Also wenn Sie jetzt einen Berg hochfahren wollen, ist es gut, wenn Sie so ein ganz großes Zahnrad drin haben. Ne? Dann brauchen Sie nicht immer die volle Motorunterstützung, weil es schwer zu treten geht. Nein, Sie schalten, und dadurch geht es leichter. Soweit, so gut. Es gibt aber einiges dazu beachten. Und zwar, ich habe es vorhin schon im Eingang erwähnt, über diese schmale Kette, die ja schmal sein muss, weil die muss ja zwischen den Ritzel, den einzelnen muss sie ja durchlaufen, und sie muss beweglich sein, sie wird ja gebogen hin und her, ist sie einmal sehr filigran und sie ist schmal. Und jetzt große Kräfte zu übertragen noch, bei dieser Eigenschaft bedeutet, diese Kette verschleißt wesentlich schneller als eine, die immer nur geradeaus läuft und über ein Ritzel, wie zum Beispiel an einer Nabenschaltung. Da kann man die Kette deutlich dicker machen. Kennen Sie vom Motorrad, so dicke Kette, ne? Könnte man. Und hier diese schmale, das ist einfach, diese Breite ist vorgegeben durch diese Ritzel. Und je mehr Ritzel daneben hin und dort sind, mittlerweile geht man bis auf 12 Zähne nebeneinander, werden die Kette immer schmaler. Dadurch verschleißen sie immer schneller. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn Sie nun ein Rad, ein E-Bike kaufen, wo Sie nicht genau wissen, was da für eine Kette oder Zahnräder drauf sind, können Sie diese Überraschung erleben, dass nach 2.000 oder 3.000 Kilometer bereits die Kette so verschlissen ist und die Zahnräder so verschlissen sind, dass Sie die erneuern müssen. Das ist nicht ganz billig, so eine Aktion. Also das kostet etwa, sagen wir mal, jetzt 100 Euro oder so. Irgendwann müssen Sie dann davon auch noch das Zahnrad mit auswechseln. Wird es noch teurer. Das heißt, wenn Sie ein günstiges E-Bike kaufen, werden Sie im Nachgang, in den nächsten Jahren, deutlich mehr Kosten haben, wie wenn Sie jetzt ein E-Bike kaufen mit einer hochwertigen Kettenschaltung, weil, da ist was anders, die Ketten hier, die sind dann verstärkt, die sind gehärtet, es wird anderes Material verwendet, die kosten ein Dreifaches, Vierfaches, das sich dann natürlich im Preis auch ausdrückt. Darum kosten auch zum Beispiel Riese Müller oder Tauberräder von vornherein deutlich mehr wie andere im Vergleich, weil eben in solchen Bauteile hier hochwertigeres Material verwendet wird. Genauso ist es hier mit den Ritzeln da. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, was eigentlich beim Schalten passiert
und warum so eine Kette so unglaublich beansprucht wird. Also das eine ist ja mal die Zugbelastung. Ne? Wenn sie reintretet, da wird dann daneben über hier, da wird ja dann da die Kraft übertragen. Aber dramatisch wird es zum Beispiel, wenn sie hier schalten. Weil dann steigt die Kette hoch zum Beispiel oder fällt runter. Ne? Und muss dann über mehrere Ritzel hochgezogen werden. Und wenn das auch noch passiert unter Last, also wenn Sie jetzt einen Berg hochfahren und wollen in einen leichteren Gang schalten, dann hören Sie praktisch bei jedem Schaltvorgang, wie der aufs Material geht. Wenn einer ein bisschen sensibel ist, so wie ich, dann leidet der ein wenig darunter. Also das Material leidet und die Person eventuell auch, die da jetzt fährt. Ich zeige Ihnen das jetzt mal gerade. Also man kann ja an einer Ketteschaltung mehrere Gänge durchschalten. Und bei den unteren Gängen, bei den kleinen geht es noch. Aber wenn dann auf einmal diese Kette mehrere Zahnräder überbrücken soll, so wie hier jetzt, ne? Sehen Sie? Das ist gruselig, weil dann wird ja hier die Kette eingefangen durch einen Zahn daneben und der hält dann im Grunde genommen, muss der da 1 oder 2 Tonnen Kraft aushalten, bis das Ganze dann wieder so direkt übertragen wird über die komplette Ritzel. Sehen Sie, das ist der Nachteil von so einer Entwicklung. Man hat größere Ritzel reingepackt, damit die leichtere Gänge da sind, damit man große Entfaltungen hat. Der Nachteil ist, verschleißt auch schneller. So, jetzt kommen wir natürlich da, was die Gehe machen. Man kann sie pflegen, die Kette. Aha, wie pflegt man denn eine Kette? Vom Prinzip her erkläre ich es Ihnen. So eine Kette hat, sagen wir mal, 120 Glieder da. Und permanent sind verschiedene Glieder dabei, sich zu bewegen. Ja, also daneben läuft sie rein, da läuft sie raus, dann daneben da um die Ritzel da. Ne? Da gehen sie auch noch rum, sehen Sie? Also da sind ganz viele Glieder permanent im Einsatz. So. Und die soll optimal geschmiert sein. Jetzt muss ja im Grunde genommen dieses Schmiermittel daneben, in diese filigrane Kette daneben eindringen. Da. Und dann, was noch wichtig ist bei einem Schmiermittel, es muss, also mal nicht, es soll kein Dreck soll dran anheften. Ja, sehen Sie, das Rad ist schon vorne da, das ist ein Testrad von uns, das ist ein bisschen dreckig da. Dann soll das, also kein Dreck anhaften, es soll auch reinkriechen, also ein sogenanntes Kriechmittel muss es auch sein, wo dann reingeht. Und es soll noch druckbeständig sein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwelches dünnflüssiges Spray nehmen und so, ja, das ist gut, das hat sich schon immer bewährt, da schmiere ich alles mit und sprühen das daneben drauf, dann dringt es wohl in die Kette ein. Aber unter diesem wahnsinnigen Druck von über 1 Tonne wird nun dieser Schmierfilm, der da so zwischendrin ist, der wird einfach runtergepresst. Und dann nutzt also im Grunde genommen das Schmiermittel nicht lang etwas. Das heißt, Sie müssen relativ häufig das schmieren. Nee, das wollen wir ja vermeiden. Also das heißt, wir haben lang experimentiert bei uns in der Werkstatt und habe dann irgendwie aus der Industrie, habe mir solche tolle große Gebinde entdeckt. Das ist ein Teflon-Fettspray. Bisher habe ich noch nichts Vergleichbares entdeckt. Aus dem Grund kaufen wir das immer zu ganz großer Menge ein, bietet es unseren Kunden an. Damit sprüht man ein. Das kann man dann machen, indem man eben hergeht. Sehen Sie, wenn ich das jetzt mache, ne, so, dann drücke ich das Rad gerade ein bisschen so rüber. Und so weiter. Und dann sprühe ich das fest ein. Das dringt in die Kette ein. Am Anfang ist es flüssig, dann wird es fest, bindet ab, sodass der Staub nicht so hängen bleibt. Und dann ist es in der Kette drin. Und so eine Anwendung hält, je nachdem, ob es im Rehe vorne oder nicht, zwischen 300 und 500 Kilometer. Das ist gut. Also ich habe festgestellt, dass durch die Behandlung von so einem Teflon-Fettspray, dass die Kette Laufzeiten an unseren Riese- und Müller- und Tauberrädern, die hochwertiges Material verwenden, zwischen 8.000 und 10.000 Kilometer durchaus möglich sind. Ja. Dann noch ein kurzes Wort zum
Schaltwerk. Es gibt verschiedene Hersteller auf dem Markt. Daneben ist jetzt drin ein Shimano Deore XT. Ob das jetzt ein Deore oder ein XT ist, spielt meines Erachtens weniger eine Rolle. Ich habe so viele E-Bikes schon gesehen, oder Fahrräder mit 20, 30, 40.000 Kilometer, da war weder das eine, das Deore XT oder das normale Deore irgendwo ausgeschlagen oder defekt. Wo jetzt die großen Unterschiede dann in der Praxis zu finden sind, ist mir nicht erklärlich. Es ist so, alles ist gut, was da von Shimano kommt in dieser Kategorie Deore. Wenn Sie beim Pfleger von so einer Kettenschaltung sind, dann tun Sie bitte auch daneben hier diese Gelenke schmieren mit so einem Spray daneben. Und nicht zu vergessen die Röllchen, die sich hier da bewegen. Das daneben, das ist die Kettenspannrolle und das ist die Kettenleitrolle. Und ich habe jetzt ganz aktuell, habe ich diese Woche, einen Kunde bei mir gehabt. Der hat sich beklagt, dass sein Rad so schwer läuft und so wenig Reichweite hat. Und dann habe ich mir das angeguckt, bin mitgefahren. Ja klar, das läuft schwer. Und beim näheren Betrachten, ich habe das dann auf unseren Montageständer, habe ich dann festgestellt, dass diese Röllchen hier schwergängig waren. Warum? Da war Gras drin. Da hat sich Gras, so Grashalme habe sich da drin verschlungen. Ich habe ihn dann sofort zur Rede gestellt. Was habe ich denn da gemacht? Wo sind Sie denn gefahren? Ja, hat er gesagt, der ist die romantische Straße entlang gefahren, Radweg, und Sie kennen den doch. Ja, habe ich gesagt, den kenne ich, der ist mitunter nicht gut. Wieso? Tatsächlich. Und dann ist er da scheinbar über so ein Grasding gefahren und jedenfalls die halbe Wiese, wo da hinten drin hängt. Ich habe das dann rausgepult, ne, mit so einem Dörndl und Ding und Pinzette, habe das raus und siehe da, dann lief das wieder. Also, wenn Sie sich für ein E-Bike mit einer Kettenschaltung entscheide, dann kaufen Sie es am besten bei uns, weil wir haben Tauberrad und Riese Müller. Wir verwenden von vornherein das beste Material, was lang hält. Und dann nehmen Sie unbedingt auch noch hier sowas, so ein Spray, tun das regelmäßig jetzt behandeln, so wie ich das Ihnen gezeigt habe. Und noch etwas, Sie brauchen Gefühl beim Schalten. Wenn Sie einen Berg hochfahren, wie ich das Ihnen gerade gezeigt habe, und die Kette muss mehrere Ritzel hochsteigen, wenn Sie dann auch noch hergehen und schaltet dort dabei und dreht kräftig rein, das kracht, es schaltet tatsächlich, der Gang wechselt, aber es kracht fürchterlich und jedes Mal ist es ein Verschleiß. Es gibt noch einen kleinen Nachteil von der Kettenschaltung, oder es ist ein großer, ich weiß es nicht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einem schnellen oder schweren Gang fahren, so, Vektor, okay, so, und halten an und müssen am Berg anfahren, dann haben Sie ein Problem. Weil zum Anfahren brauchen Sie einen leichten Gang, das ist wie mit dem Auto, ne? Mit dem fünften Gang kannst du schlecht anfahren. Und wenn Sie dann beim Anfahren, das sehr, sehr schwer geht, auch noch schalten und die Kette soll hier hochsteigen und diese maximale Kraft beim Antreten auch noch wirkt. Also ich muss, also wenn ich, das passiert mir auch, wenn ich einfach das vergessen habe, hochzuschalten, bevor ich anhalte am Berg, dann muss ich tatsächlich oft den Berg, oft nicht, wenn es halt vorkommt, dann muss ich tatsächlich den Berg erst wieder ein Stück zurückfahren, guck, wo ich irgendwo drehen kann und schalten kann und dann fahre ich mit dem leichten Gang hoch. Also das ist der Nachteil von einer Kettenschaltung, den sollte Sie wissen, wenn Sie sich für sowas entscheiden. Man muss halt dabei immer sehr achtsam sein und gucken, dass man auch den richtigen Gang einlegt, bevor man anhält. So, ich denke, das war jetzt hilfreich für Sie, damit Sie sich jetzt erstmal mit Kettenschaltungen auseinandergesetzt haben und kennen die Vor- und Nachteile.